Der Fotograf, der in diese Höhle ging, hatte einen Bruder. Dieser hat sich sofort auf den Weg gemacht, um herauszufinden, warum sein Bruder überhaupt gestorben ist. Jo, Mr. Snyder. Ich mach erstmal eine Woche Urlaub. Ich fahre nämlich nach Afrika. Weil mein Bruder ist dort gestorben und ich will ermitteln, wieso er da überhaupt verreckt ist. Verstehen Sie? Ich weiß, dass es zwar schon überzogen ist, mein Limit an Urlaubstagen. Aber ich bitte Sie, mir vielleicht noch eine Frist zu geben. Alles klar, Jonathan. Die kriegen Sie. Kümmern Sie sich erstmal um Ihre familiären Angelegenheiten. Den Rest klären wir, wenn Sie wieder zu Hause sind. Danke, Mr. Snyder. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. On the run, driving in the sun, looking out for number one, California, here we come, right back where we started from. The hustlers grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101, California, here we come, right back where we started from, California. Als Jonathan, der Bruder des Fotografen, nach Afrika einflog, warnten auch hier die Einwohner des nahegelegenen Dorfes, ihn nicht in die Höhle zu gehen. Aber auch er hörte nicht auf sie und betrat die Höhle. Hier ist also mein Bruder gestorben. Wo ist nun dieses Tier? Er suchte die komplette Höhle ab, aber er fand nichts. Als er die Höhle verließ, hörte er entsetzliche Schreie. Die Schreie erinnerten ihn an seinen Bruder. Warte, Adam? Adam, bist du das? Adam! Jonathan rief die Polizei, aber sie fanden auch hier rein gar nichts. Als Jonathan zurückkehrte zu dem Dorf, hat ihn eine alte Frau eine Geschichte erzählt über ein Wesen, das in der Höhle leben sollte. Sie nannten ihn, unsere Sprache übersetzt, den Nachtschleicher. In der Legende heißt es, dass der Nachtschleicher nur nachts rauskommt und immer in dieser Höhle lebt. Doch jeder, der diese Höhle betritt, wird von dem Nachtschleicher verzehrt, bis nichts mehr übrig bleibt. Und noch heißt es in der Legende, dass aus der Höhle Stimmen kommen. Und zwar die Schreie des letzten Opfers. Mein Bruder, es waren die Schreie meines Bruders. Das heißt, er war das letzte Opfer. Verdammt. Ich muss herausfinden, wie man diesen Nachtschleicher umbringt. Ich will meine Rache. Natürlich hat er den Nachtschleicher als ganz normales Tier vorgestellt, das noch keiner kennt, das vielleicht sogar intelligenter ist als die meisten, vielleicht sogar intelligenter als der Mensch. Aber er hätte sich nie gedacht, was dann kommt.
ist eine Mutation aus Mensch und Mensch.